Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gedankensprung, der nach Möglichkeit wöchentlichen Podcast hier auf gregsrpgheaven.de, wo ich, der werte Gregor, mir ein Thema aussuche, über das ich gerne mal etwas palavern will, ab und an doch ein klein wenig abschweife, aber im allerbesten Fall kurz vor Ende rigoros die Kurve wieder bekomme, um alles zu einem vernünftigen Abschluss zu bringen. Heute möchte ich über etwas reden, das, wenn ich nach den Zugriffsstatistiken hier auf dem YouTube-Kanal gehe, vielleicht gleich außerhalb der hauptsächlichen Zielgruppe liegt, aber wer so wie ich Ende der 70er oder nahe der 80er zumindest geboren ist, dem wird das eine oder andere bekannt vorkommen. Ich denke aber auch für den Rest dürfte es durchaus spannend sein, denn ich will heute sprechen über das Musikfernsehen. Das Musikfernsehen in Form wie beispielsweise Viva, MTV, VH1, der Country Channel, ne gut, letzteres vielleicht nicht, aber ihr kennt wahrscheinlich Dutzende an weiteren Musiksendern, die mir im Moment spontan nicht einfallen. Ja, ich will über das Musikfernsehen an sich sprechen und wie es sich in den Jahren wirklich gewandelt hat als Referenzmedium für Musik und wie es früher mal wichtig war und wie es heute teilweise total unwichtig ist. Und für jemanden, der hauptsächlich auf Viva heutzutage zu sehen ist, ist das natürlich gleich von doppelter Relevanz. Es war lange Jahre so, dass wenn ich mich mal mit Leuten unterhalten habe, die ich vorher nicht gekannt habe, beispielsweise auf einer Party oder sowas, man kommt ins Gespräch und dann, hey, was machst du? Ich arbeite das. Und dann sage ich oder habe dann zumindest damals gesagt, ja, ich bin Redakteur bei einer TV-Sendung über Video- und Computerspiele und die läuft auf MTV. Ja, und das meiste, also fast zu 90%, was ich dann zurückgehört habe, ist MTV? Ach, nee, die mag ich nicht. Die sind total scheiße geworden. Die spielen ja gar keine Musik mehr. Und ich kann da natürlich nicht wirklich was dagegen sagen, weil es stimmt. Ja, MTV spielt ja so gut wie gar keine Musik und Videoclips mehr. Und ich, der bei einer TV-Sendung bei MTV arbeitet, die genau das bewirkt, ja, die eigentlich nicht wirklich was mit Musik zu tun hat und dort die Sendezeit füllt, bin eigentlich auch noch mit Schuld daran, ja, und ich fühle mich ein klein wenig unter Generalverdacht. Und aus diesem Grund habe ich mir das ab und an mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und habe ein paar interessante Schlüsse daraus gezogen, die ich ein klein wenig mal darlegen werde. Also wie gesagt, ich bin Ende der 70er geboren worden und natürlich klar, zu der Zeit gab es bereits Musikfernsehen, das waren aber keine separaten Sender, die dann den ganzen Tag nur haben Musik und Videoclips und Sendungen und Interviews und so weiter dort laufen lassen, sondern es waren einzelne Sendungen bei großen Sendern. Ich glaube, was war denn so Ende der 70er, Anfang der 80er aktiv? Sowas wie die Hitparade mit Dieter Thomas Heck und Ilja Richter und irgendwas mit Disco ist dann, ich glaube Disco war das mit Ilja Richter oder sowas, ich bin mir da nicht ganz sicher. Das haben natürlich meine Eltern und meine Großeltern haben das damals geschaut und auch gelegentlich auf Videokassette aufgenommen. Wir hatten relativ früh einen Videorekorder, wo sie solche Sachen aufgenommen haben und ich kann mich erinnern, dass ich ab und an mal sowas im Fernsehen gesehen habe, auch mal auf den Videokassetten und sowas, was weiß ich. Dann sind eben Boney M. und solche 70er Pop-Gelöt oder sowas dort gelaufen, was mir in den Gehörgängen stecken geblieben ist. Aber das hatte für mich eigentlich relativ wenig Relevanz. Ich glaube, als Baby und Kleinkind bin ich nicht wirklich sofort der Musik behaftet gewesen. Da ich aber als Kind in den 80ern groß geworden bin und natürlich dann auch wenn man die Situation eines Kindes in den 80ern mit der Situation heutzutage vergleicht, natürlich weitaus weniger Unterhaltungsformen hatte, die mir offen standen. Damals war eben noch nichts wirklich mit Video- und Computerspielen. Mein Onkel hatte einen Atari, bei dem ich ab und zu mal zuschauen konnte und spielen konnte. Und natürlich Videorekorder in der Familie, mit der man dann Filme hier und da mal schauen konnte. Aber ich habe hauptsächlich dann draußen gespielt mit meinen Freunden und ab und zu mal Fernsehen geschaut. Mit den drei Kanälen, die wir hier hatten. ARD, ZDF und bei mir war es zum Beispiel dann N3, wo ich mich dann drauf freuen konnte nach der Schule, dann Sesamstraße gucken, Montag, Dienstag, Mittwoch und Samstag und Sonntag gab es Sesamstraße und Donnerstag gab es die Sendung mit der Maus und Freitag gab es Hallo Spencer. Das waren solche Sachen, wo ich mich dann ausgelebt habe, wo ich dann meine Unterhaltung dort rausgezogen habe. Aber Musik hat da weniger Relevanz dort gespielt, vor allem, weil mir diese Musik meiner Eltern nicht wirklich dann geschmeckt hat. Auch in der griechischen Familie hat man natürlich auch sehr viel so griechische Musik dann drumherum gehabt, aber ich muss da ganz ehrlich zugeben, ich habe keinerlei Zugang zu griechischer Musik. Das hört sich für mich alles sehr
düdelig und jaulig und so weiter dann teilweise an. Also speziell das, was in der Familie und im Umfeld dann dort gehört wird, das kann man ja teilweise dann eben nicht von so südländischer Musik aus anderen Ländern dann unterscheiden. Ich bin da nie richtig reingekommen und ich glaube, das war ein Faktor, warum ich mich eher anderen Unterhaltungsmedien zugewandt habe. Die erste Musiksendung, die mich so ein bisschen gepackt und abgeholt war, müsste so Mitte bis Ende der 80er Formel 1 gewesen sein. Nicht die Formel 1, wo die Autos fahren, sondern Formel 1 war wochenendliche, so eine wöchentliche Show bei der ARD. Ich kann jetzt natürlich auch ein bisschen was Falsches erzählen, aber ich habe es ungefähr so grob im Kopf. 1,5 oder 2 Stunden. Präsentiert eben einem Moderator, der dann Clips anmoderiert hat, teilweise Interviews mit Musikern gehabt hat und so weiter. Und ja, wer meinen Musikgeschmack von heute kennt, er weiß, ich bin großer Fan der 80er-Musik. So 80er Synthie-Pop, 80er Rock, 80er Pop, sowas, ey. U2, Nick Kershaw, Cutting Crew und so weiter. Tausend andere Sachen, die ich heutzutage dann auch noch höre. George Michael, Wham und solche Geschichten. Ist echt dann Zeug gewesen, was mir richtig in den Gehörgängen hängen geblieben ist. Und Formel 1 hat eben wirklich, da es in der Ära dann stattgefunden hat, wo ich mich dann vom Fernsehen gesetzt habe und Musik gehört habe, die ich in der Form wirklich nicht bisher gehört habe. Ich war auch kein so großer aktiver Radiohörer. Meine Großeltern haben Radio gehört, aber da griechische Nachrichten. Ja, und ich habe schon gesagt, mit griechischer Musik und griechischem Zeug hatte ich da unterhaltungsmäßig, mit Ausnahme Filme. Filme sind was anderes, aber Musik hatte ich nicht wirklich was im Hut. Ich habe oft dieses Formel 1 geguckt. Ich glaube, wer war der Moderator damals? Es gab etliche vorher, aber am ehesten habe ich so Kai Böcking, glaube ich, war das der. Ja, so jugendlich, frisch mit Lederjacke und blonder Föhnfrisur oder sowas ausgestattet hat, dann moderiert. Und, stimmt, das Titellied von Formel 1 war The Race, glaube ich, von Yellow. Yellow, so eine Synthie-Pop-Gruppe aus. Sind sie Österreich oder Schweiz? Ich glaube Schweizer, zwei Schweizer. Und die haben sehr, sehr viele bekannte Lieder aus den 80ern gemacht. The Race hat gut dazu gepasst, weil Formel 1 hatte eben, ja, der Name hatte natürlich nichts hier mit den Autos zu tun, aber hatte so auf Tempo und Energie gemacht. Und The Race ist so der prototypische Rennsong damals in den 80ern gewesen. Genauso, hey, das Geheimnis meines Erfolges mit Michael J. Fox, ja, da hat auch Yellow ja einen ganz berühmten Song gemacht. Oh yeah. Oh yeah. Ja, hat man bestimmt tausendmal hier und da mal dort gehört. Das war das Titellied und der Kai Böcking hat das eben sehr frisch präsentiert. Damals in den 80ern, 90ern hast du natürlich viel deutsche Musik, viel so Nachhall aus der neuen deutschen Welle, die gekommen ist, aber eben sehr viele Sachen, die primär aus England rübergeschwappt sind. Ne? Und da war eben sehr viel von diesem Sinti-Pop dort dabei, von diesen sehr melodischen Sachen. Wie hieß dieses Dreier-Komponisten-Gespann, die natürlich sehr, sehr viel dafür gemacht hat, dass die 80er-Musik so richtig populär geworden ist? Stock Aitken und Waterman. Stock Aitken, Waterman, glaube ich, so Dreier-Komponisten-Gespann, wenn ich mich nicht komplett irre, die sehr, sehr viele von den 80er-Hits geschrieben haben. Kylie Minogue, Jason Donovan, Rick Astley. Na, Sydney Youngblood, All We Can Do Is Sit and Wait. Na, und solchen Gelöt ist dort gelaufen. Das hat meine. So hat, fand ich faszinierend damals. Ne? Ich hatte anderswo nicht die Möglichkeit, solche Musik zu hören, nicht, oder vor allem zu sehen und zu hören, eben, da ich eben nicht so aktiver Radiohörer gewesen bin, sondern das hat so ein bisschen mein Interesse geweckt an der Musik, an der Popkultur, an dem Umfeld, was eben bei mir hier in Hamburg als kleiner Junge nicht wirklich existiert hat. Und es war wirklich wie ein Fenster in eine andere faszinierende Welt, bei der du dort nicht sein kannst. Von dort sind natürlich dann andere Interessen gewachsen. Dann hat man natürlich irgendwann sich auch dann mit so Bravo oder Pop Rocky oder sowas dort versorgt. Übrigens auch sehr lustig. Ich habe lange Jahre dann die Bravo gelesen als Kind bis zum jugendlichen Alter. Das hatte ein bisschen was so Tabuiges natürlich. Habe ich versucht, das von meinen Eltern ein wenig geheim zu halten, weil dort natürlich auch so die ganz, ganz so schlimmen Sachen und so Nackedice und Sextipps und sowas da drin sind. Hohoho, bloß nicht sehen, dass ich Pop Rocky lese. Oh, ganz, ganz schlimm. Aber nein, da waren eben auch dann weiterführende Infos, Interviews und so weiter dort mit dabei, nachdem mein Interesse für Musik dort geweckt worden war, durchs Musikfernsehen eben gemacht, was mich dann auch dort weiter hat führen lassen. Warte mal, okay, das. Natürlich, damals selber, ich hatte zwar so einen kleinen Kassettenrekorder oder so ein Tape-Deck mit zwei Sachen, aber mit Ausnahme von Sachen, wo ich mich über bekannte Freunde oder Onkel dann, die mir mal eine Kassette kopiert haben, versorgt haben, hatte ich natürlich keine Gelegenheit, wirklich selber Musik zu bekommen. Ich hatte kein Geld als Kind. Ich habe 2 Mark Taschengeld in der Woche bekommen, die ich dann für andere Sachen dann gemacht habe. Die Computerspielerei war noch nicht wirklich irgendwo im Blick, für das ich es dann ausgeben konnte, sondern habe ich eher dann Comics eben gelesen. Das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal ausgeführt. Und das Musikfernsehen war für mich zum Beispiel so eine Methode, um dort
zu ermitteln, welche Musik ich mag und auf welche ich dann teilweise tatsächlich mal mit meinem kleinen Kassettenrekorder anfangen sollte, Radiosender mir zu suchen, wo diese Musik dann läuft und ich die dann aufzeichnen kann. Ne? Und das war für mich so das komprimierte Barometer, weil ich kann den ganzen Tag nicht Radio hören. Ja, als kleines Kind, da habe ich doch eh viel zu tun, als ich dann irgendwie dann Radio reinzuziehen, sondern ich habe Sachen im Fernsehen dort gesehen, was mein Musikgeschmack getroffen hat, was mein Interesse geweckt hat und mich dort weiterentwickelt. Ja, oft hat man ein bisschen zu spät eingeschaltet und man hat nicht mitbekommen, welches der Künstler gewesen ist. Und man hat nicht genau hingeguckt, wenn die Titeleinblendung oder sowas dort war. Oder man hat im Radio dann eingeschaltet, das Lied nochmal gehört, das man schon mal gehört hat und man hat nicht gewusst, wer es ist. Und teilweise jahrelang rumgerätselt. Ne? Ach, das Lied fand ich doch immer ganz geil. Ich habe immer nur die zweite Hälfte gehört. Ich weiß nicht, wer das ist und so weiter. Und da ist so ein richtig kleines Spielchen eben draus geworden. Okay, was sind die Künstler, die ich im Fernsehen gesehen habe? Kann ich die vielleicht im Radio nochmal hören? Ich habe mich dann auf diese Top-Charts dann in den Radio, im Radio gefreut. Ich glaube, gegen ins Wochenende ist dann meist so Radio Hamburg oder sowas oder, nee, Enjoy kam später, glaube ich, oder NDR 2 oder welche auch immer dann gelaufen sind, so eine Top 40 der 40 Top-Titel aus den Charts und so weiter, aber die komplett ausgespielt und möglichst ohne Gelaber vorne und hinten von den Radio-Jockeys oder von den Disc-Jockeys da im Radio, dass ich die auf Audiokassette aufnehmen kann und dann anhören kann. Ich glaube, meine erste CD, die ich geschenkt bekommen habe, ich wurde da zum riesigen Fan beispielsweise von Michael Jackson. Ne? Und wie jedes Kind damals. Ne? Und Michael Jackson, super faszinierende Musik, immer noch heute großartig. Ne? Und bis ich dann meine eigene CD hatte, habe ich es übers Fernsehen dann mitbekommen und dann eben mit meinem Kassettenrekorder aufgenommen, auf meinem Walkman, den ich geschenkt bekommen hatte, mit dicken Kopfhörern und sowas dann unterwegs gehört. Ne? Und ich war richtig dann gepackt, das Musikfernsehen, speziell Formel 1, hat mich dann wirklich zum Musikfan werden lassen. Ne? Und ey, wirklich, das erklärt auch eben, warum ich heute so eine Pop-Hure, wenn man es ganz schnöde ausdrücken will, dann bin ich dadurch eben an die Musik rangekommen und ich habe richtig gemerkt, ich mag gut ineinander gehende Akkorde, ich mag gute Harmonien oder sowas. Genau das, worauf diese Pop-Schiene dann dort abfährt. Teilweise mit Beats, mit guten Gitarren und so weiter dort. Ne? Deshalb bin ich auch eben jemand, der so gut gemachten Pop, gut gemachten Rock, der nicht unbedingt viel Tiefe, viel Anspruch und so weiter hat, aber der Klang ist gut, wo mich die Musik berührt. Darauf gehe ich dann dorthin. Ne? Deshalb kann ich auch sowas wie Nickelback wertschätzen, ohne dass die ganze Internet und Gott, schlimmste Band aller Welt oder sowas, aber die können handfeste, gute Rockmusik eben machen, ne? Die mich dann auf einem Soundlevel dort berührt. Das hat, glaube ich, eben meine Musikfernsehenerziehung aus den 80ern dort gemacht. Ich meine, was gab es außer Formel 1 damals? Sowas, Ronnys Popshow, kennt das noch jemand? Ja? Wo die so als Moderator so einen Affen gehabt haben, ne? Der zwischendurch die Sachen anmoderiert hat, wo jemand einfach so Voice-Over über den Affen gemacht hat und so weiter. Als Kind ist das natürlich unendlich faszinierend. Ja, dass man das so rüber mitbekommt, aber auf jeden Fall durch die Formel-1-Sendung angefangen, hat sich das dann so weiter geöffnet und ich glaube, MTV selber gab es in den Staaten schon seit 83, 84, aber hier in Europa war noch nichts davon. Ja, hier in Europa haben wir eben Formel 1 gehabt auf den öffentlichen rechtlichen Sendern. Ich weiß, als Anfang der 90er Tele 5 dazugekommen ist, da war so ja RTL, Tele 5, die ersten privaten Sender mit Sat.1, Sat.1 war ja der erste, dann RTL, dann Tele 5. Bei uns in Hamburg haben sich RTL und Tele 5 einen Sendeplatz geteilt. Von Sendestart, so früh morgens bis, ich glaube, 16 Uhr war es Tele 5 und ab 16 Uhr bis zum Sendeschluss war RTL das Programm, weil die irgendwie nur eine Frequenz hier hatten. Und Tele 5 hat nicht nur eben Comics gezeigt, die auch, wo ich dann geschaut habe, viel geschaut habe, aber die hatten zusätzlich nochmal Charts und Musiksendungen, wo ich mich sehr, sehr darüber versorgt habe. Ne? Und das war eh nicht das, was das Radio vorher gemacht hat. Das hat eben die Musiksendung bei Tele 5. Schlag mich tot, ich habe keine Ahnung, wie der Name dort gewesen ist, aber dort konnte ich auf jeden Fall viel im Fernsehen dann die Sachen dort gucken. Ne? Und ich habe noch gar nicht erwähnt, die visuelle Seite natürlich dadurch, wenn man Musik über Musiksendungen dann dort konsumiert hat, natürlich die Musikvideos, die dabei gewesen sind. Viele Sachen in den 80ern hatten natürlich den 80er-Schick, den 80er-Charme, die waren noch nicht so sophisticated, sagen wir mal auf Neudeutsch und Englisch, die waren noch nicht der Aufwand drin, dass das Video an sich wirklich dann dich reingezogen hat und die Musik eben auch ein Part davon war, aber das Video selber ganz was Spezielles gewesen, das kam erst einige Zeit später, aber du hast natürlich den Look and Feel dort mitbekommen.
Man hat sich ein bisschen auf diese Bildsprache dann eingeschossen mit den Jahren. Ne? Für mich wurde dann eben nicht nur die Musik, die war nicht nur wichtig, sondern auch, wie sie präsentiert, wie sie erzählt wird. Es gab einige sehr, ja klar, normale Konzertperformances oder Leute, die dann stehen und dancen, später mit der Techno-Musik, wo einfach dann Fraktalmännchen Grafiken abgelaufen lassen wurden und Computergrafik, die vor- und zurückgespult wurde, und das war dann das Video, gab es auch. Aber nehmen wir sowas wie Peter Gabriel. Peter Gabriel, der Ex-Sänger von Genesis und dann eben Popkünstler und so weiter, der wirklich spektakuläre Videos mit Stop-Motion gemacht hat in den 80ern, so Sledgehammer, wie die alle heißen, Digging in the Dirt kam natürlich ein bisschen später, Steam und alles. Einer der wirklich Pioniere, was so kreative Videos angegangen anging. Und sowas hat man eben exklusive zu der Soundseite, die man natürlich auch konsumiert hat. Das Visuelle kam dazu, ne? Und das fand ich dann unendlich faszinierend, dass man so viel Kreatives und so viel Kunst quasi damit betreiben kann. Das hat mich noch mehr Fan von solchen Songs dann werden lassen, die sich auch noch dann Aufwand in die Videos haben mit dort reinlegen lassen. Was natürlich dann richtig reingehauen hat, wo ich dann zum Teenager geworden bin, und klar, musikalisch hatte ich mich ein wenig formiert, ja, das Interesse war geweckt, man hat sich über die Künstler, über die Musik, über alles dann so weiter informiert. Musikalisch Talent natürlich noch keins vorhanden, genauso wie heute, wo ich gar nichts machen kann. Na gut, ein bisschen was, aber nicht wirklich so richtig. Also ich war nie so expressiv, dass ich damals Musik gemacht habe, sondern Musik konsumiert habe. Klar, natürlich gerne mitgesungen, aber Gesangstalent ist ja auch nicht so weit hergeholt, dass man irgendwo dann wirklich was damit machen kann. Ich war hin und weg, als es dann hieß, dass man tatsächlich hierzulande dann Musiksender bekommt. No? MTV hat natürlich den US-Ableger gehabt seit den 80ern, aber so Anfang der 90er und oder war es so 91, 92, hieß es, okay, MTV bekommt einen eigenen Sendeplatz hier in Deutschland im Kabelfernsehen, und es wird das MTV aus England sein. Ja? MTV, nachdem in den USA es richtig abgegangen ist, das Music Television, gab es einen englischen Ableger, und da gab es etliche, ja, VJs. Da waren es nämlich nicht mehr DJs, Video, Disc-Jockeys, sondern die VJs, die Videojockeys, die dann nicht nur ja, quasi solche Sendungen wie Formel 1, die einmal in der Woche eine Stunde gelaufen sind, sowas gestreckt haben auf ein tägliches Programm, wo eben nicht nur so Sendungen präsentiert wurden, wo Musik gelaufen sind, sondern es gab auch Sonderreihen, wo es dann Interviews gegeben hat. Es gab die MTV News, einen richtigen News-Anchor. Es gab sogar Unterhaltungssendungen später, und das waren so, ich habe das aufgesogen. Ich habe das richtig, richtig aufgesogen, was dort gelaufen ist. Vor allem eben, weil man als Jugendlicher auch noch immer weiter seinen Musikgeschmack entwickelt und einfach am neuesten up-to-date bleiben muss. Das hat mich wesentlich mehr abgeholt, als eben im Radio die Sachen kurz zu hören. Ne? Und ich habe lieber im Fernsehen MTV angemacht und laufen gelassen, anstatt den Radio, das Radio zu Hause laufen zu lassen, während ich Hausaufgaben mache oder so. Dann ist lieber einfach, MTV war so ein so Rauschsender, den man im Hintergrund auch laufen lassen kann, und ab und zu mal wird seine Aufmerksamkeit dann gefangen und man guckt rüber. Was ist das denn? Oh, cool. Wie cool ist das? Und ich kann auch heute noch hier sehr, sehr viele coole VJs eben dabei gewesen für damalige Zeit. Cool, die aus so einem Mischmasch aus Moderatoren und ehemaligen Musikern bestanden. Christiane Backer natürlich, die Deutsche, die dort auf Englisch präsentiert hat. Steve Blame, glaube ich, hat die News gemacht. Der hat ja auch ein sehr, sehr interessantes Buch über seine Zeit bei MTV und als homosexueller Interviewer damals in den 80ern, 90ern, und was eben das für Bredouillen und spektakuläre Szenarien oder sowas gebracht hat, kann ich jedem empfehlen. Das sollte man unbedingt dann lesen. Und einer meiner absoluten Lieblinge war Ray Cox. Ne? Das war ein bisschen so ein hibbeliger Engländer mit so einer Stachelfrisur, so Mackie-Style, und der hatte einmal in der Woche, Donnerstagabends, glaube ich, dann, ja, heute würde man am ehesten vielleicht mit TV Total vergleichen. Ne, hatte so ein, zwei Stunden so eine Personality-Show, wo er dann eben hinter einem Schreibtisch oder quasi in seinem Studio gesessen hat und dort eben auch Sketche aufgeführt hat, Gags mit Musiker sich ins Studio eingeladen hat, Musikvideos präsentiert hat, und es war so ein Rundum-Paket Unterhaltungsshow. Und dieser Ray Cox war sehr, sehr, sehr charismatisch. Also jeder, der mit MTV damals in Berührung gekommen ist, hat echt was. Also ich kenne keinen, der eben damals nicht MTV geguckt hat und kein Ray Cox-Fan gewesen ist. Ne? Also der war auch der war einmal in den 90ern hier in Hamburg in WOM, World of Music oder sowas, und ich wollte dorthin und ihn zumindest mal aus der Nähe betrachten, aber leider bin ich nicht rangekommen, weil das war
im Untergrund das World of Music, das war irgendwie so im Untergeschoss, der Laden da in der Innenstadt beim Alsterhaus in der Nähe, und da war so eine Traube von Menschen, dass ich nicht durchgekommen bin. Das fand ich sehr, sehr schade als Ray Cokes-Fan, dass ich ihn dann dort nicht sehen konnte, aber hey, das hat mich richtig gepackt, MTV, und ich habe richtig angefangen, auch mich dann musikalisch noch weiter zu erweitern. Klar, ich mag die Popgeschichten dort, aber MTV hatte auf einmal auch so spezialisierte Sendungen, ja, so Heavy Metal, Headbangers Ball. Ne? Ich glaube, da hat wirklich meine Leidenschaft auch für Heavy Metal dann dort angefangen, weil zusätzlich zu den Pop-Sachen, was ich heute höre, sind wirklich dann 80er-Sachen, Pop, radio-friendly Rock oder sozusagen, und Heavy Metal sind so die Sachen, die ich dann höre. Hauptsache mit Gitarre in verschiedenen Abstufungen, mit guten Harmonien, und auch bei Heavy Metal dann eben der melodische Heavy Metal, der noch eine Melodie drunter hat, Richtung Therapy, Kill Switch Engage und solche Geschichten, die dann dazu kommen. Was gab es auch? MTV Yo Raps. Ne? Ich bin kein Rap-Fan, aber auch sehr faszinierend, dort einen Kulturkreis zu sehen und eine Musik, die eigentlich, wo du überhaupt nicht damit konfrontiert wirst. Ne? Vor allem, weil es in Deutschland ja so gut wie gar keine Rap-Musik so richtig im Vordergrund gestanden hat. Deutschland war ja mehr, wir sind aus den 80ern, Neue Deutsche Welle und dann der ganze 80er England-Pop reingerutscht in die 90er, wo man quasi alles so mal mitgenommen hat. Michael Jackson hat sehr viel dominiert, und dann waren wir auf einmal Mitte der 90er, bis das Musikfernsehen dann immer weiter an Bedeutung verloren hat, in der Techno-Phase. Dann war auf einmal Bum Bum, Alex Christensen und DJs Sven Feth und wie sie alle heißen, Westbam, Marusha und sowas, da sind wir dort reingerutscht. Aber wir hatten nie diese Rap-Kultur, dass Rap und Hip-Hop dann groß geworden ist, als es richtig anderswo in der Welt explodiert ist. Ja, hier ist es eher Ende der 90er bis in die 2000er rein, wo Hip-Hop einfach, Hip-Hop und Rap so extrem populär geworden sind, dass sich auch die Deutschen nicht davor verschließen konnten und dann Trillerpfeife und Gasmaske weggelassen haben. Ja, aber da greife ich eh nochmal ein bisschen weiter zurück in Richtung Musikfernsehen. MTV war sehr cool gewesen. Ich habe teilweise mich auch dann gefreut. MTV hatte so Motto-Wochenenden gehabt, wo sie sich das komplette Wochenende zusätzlich zu den normalen Sendungen auf einen Künstler konzentriert haben. Und ich als vielleicht der weltgrößte Bryan Adams-Fan habe mich sehr darüber gefreut. Moment, kann ich das vielleicht auch nochmal, habe ich das noch hier? Kann ich da mal gucken? MTV hat beispielsweise so Bryan Adams Weekends gemacht, wo es das Wochenende, die haben sich die Künstler tatsächlich dort ins Studio geholt und, sehr gut. Die Künstler dort ins Studio geholt. Meine einzige Videokassette, die ich noch habe, das Waking Up the Neighbors Video dort hier. Aber ich glaube, ich habe zusätzlich auf dieser Videokassette, die noch ein bisschen Platz da hatte, teilweise Sachen von Bryan Adams Weekend aufgenommen. Die haben dort gehostet und selbst im Studio Songs eingespielt und Live-Versionen, die man sonst nirgendwo gesehen hat. Und ich konnte alle Videos sammeln, die ich nicht mehr hatte, die nicht auf der Verkaufsvideokassette mit dort gewesen sind. Und es war echt ein Fundus an Musik und Unterhaltung oder sowas dort, die ich eben anderswo nicht hätte rausziehen können. Na, das war echt wirklich ein Platz, wo man sehr, sehr viele Sachen machen konnte. Der Erfolg von MTV hat natürlich dann, ist vielen Leuten nicht verschlossen gewesen, und heutzutage gehören natürlich MTV und Viva zu einem Konglomerat, zu Viacom. Früher ist es eben nicht so gewesen. Viva ist als Konkurrenz zu MTV entstanden. Ich glaube, als Viva gekommen ist, 93, 94 oder sowas, ist hier noch das MTV aus England dort gelaufen, und Viva war eben der Versuch, eine deutsche Version von MTV zu machen. Und erstmal bin ich da auch ein bisschen mit so Argwohn reingegangen, aber ich muss auch sagen, auch aus dem Stand, Viva hat mich damals auch überzeugt. Ne? Viva hatte, glaube ich, 3 VJs zum Anfang. Das waren Heike Makatsch, Daniel Bokelberg, nee, nicht Daniel, Nils Bokelberg, Mann, der fleucht doch eh bei uns auch immer herum, wenn wir auf der Gamescom sind. Der Nils Bokelberg und natürlich der Mode, der Mola Adebisi, verdammt. Ich wollte ein Wortgag machen, es hat nicht geklappt. Heike Makatsch, Nils Bokelberg und Mola Adebisi, die 3 VJs. Später noch hinzugekommen, der Stefan Raab natürlich. Ne? Den Stefan Raab, so wie man ihn heute kennt, der war vielleicht um ein x-faches sympathischer und lustiger, als man ihn damals noch als so wirklich Nerd mit Hornbrille oder sowas damals auf Viva gesehen hat. Und klar, Viva hat versucht, mit den VJs, die sie dort hatten, das Erfolgsmodell von MTV zu rüberkopieren. Die hatten ihre eigenen Chartshows, die hatten ihre eigenen Interviewstrecken. Das, was Stefan Raab gemacht hat damals mit Vivasion, hieß seine Sendung, das war effektiv das, was Ray Cokes mit seiner Show hatte. Wie hieß die denn nochmal auf MTV, die Ray Cokes Show? Der hat noch einen gewissen Namen, Ray Cokes MTV Night. Ne, muss ich nochmal gucken, was es gewesen ist. Stefan Raab war effektiv die deutsche Version von Ray Cokes dort gewesen, und er hat es echt cool gemacht. Ne? Der hat natürlich noch erstmal seine Sporen verdienen müssen. Der hatte auch später ja noch eine weitere abendfüllende Show mit Mark Kucken. Ne?
gegangen und von dort aus eben ist diese ganze Popularität gewachsen, die dann später zu dem ganzen TV-Total gelöt und den Stock-Car-Challenges und VOG-WM und allem drum dran, Poker-Shit dort gelaufen ist. Das werde ich übrigens auch irgendwann mal als Thema machen, Harald Schmidt und Stefan Raab, da gibt es glaube ich auch einiges Interessantes zu erzählen. Aber MTV, aber Viva hat diese MTV-Formel sehr gut kopiert und da du als deutsches Kind sozusagen ein bisschen dieser deutschen Mentalität oder in Deutschland aufgewachsenes Kind dieser deutschen Mentalität ein bisschen näher ist, bin ich mit meinem Sehverhalten zwar immer noch, MTV war cool aus England und so weiter, aber auch, ich habe teilweise mehr Viva geguckt. Man hatte ein bisschen so die Option, okay, oh Gott, welches lasse ich jetzt laufen, welches schalte ich dort ein? Es war was anderes, wenn man dann eben auf Deutsch dann dort berauscht ist, vor allem, weil die den Fokus eben auch auf teilweise andere Sachen gelegt haben. Ich denke, ein Grund, warum dann Viva so populär geworden ist, eben dadurch, dass Mitte der 90er die Techno-Musik richtig hochgegangen ist und Deutschland eigentlich Technoland, ja, Trillerpfeife, Gasmaske und so weiter, ist es eben durch Viva speziell in den Vordergrund gestellt worden und Viva hatte sie eben alle als Erste, ne? Die Westbams und die Marushas und selbst den Alex Christensen U96, direkt nah dran gewesen am Geschmack und ich war nie wirklich der riesige Techno-Fan. Ich glaube, ich habe in Mitte der 90er, 95, 96 mal versucht, mich dem ein bisschen zu öffnen, bin dann aber wieder zurück zu meiner guten alten Pop- und Rockmusik dann wieder zurückgekehrt, weil ich konnte mich einfach nie so dran gewöhnen, dass ich jetzt der aktive Techno-Hörer dann geworden bin und so Techno-Discos ein paar Mal ausprobiert, aber irgendwie konnte ich mich in dieser Musik nicht wirklich fallen lassen. Ne? Und das war nicht wirklich mein Bier gewesen. Aber für den Rest von Deutschland ist es eben was komplett anderes gewesen. Ich glaube, viele der Leute aus meiner Generation, für die ist wahrscheinlich ein positiver Part, an den sie sich zurückerinnern, wie sie dann bei der Love Parade mitmarschiert sind und sich in der Volldröhnung in der Techno-Disco richtig haben gehen lassen und alles drum und dran. Na, das ist natürlich wieder was anderes und so weiter und so fort, aber für die hat Viva sehr, sehr viel mitbestimmt. MTV ist irgendwann mal nachgezogen und hat das MTV Deutschland eingeführt und dann nicht mehr die englische Variante gezeigt, was ich sehr schade fand, da eben viele meiner bekannten Gesichter, eine Handvoll Sendungen wurden zwar noch dann mit rübergepackt, ich glaube, die News wurden dann untertitelt und was auch immer, wenn es dann hier gelaufen ist mit Steve Blame, aber hauptsächlich hast du dann deutsche VJs dort auch gesehen, die Anastasia, mehr Leute fallen mir auch nicht ein, die dann auf MTV vorher dann gelaufen sind, ne? Aber die haben dann eben neue Formate aufgemacht, die übernommen waren zwar von dem originalen englischen und aus dem Ami-Vorbild, aber dann sind nach und nach eben mehr deutsche VJs gekommen und ich hatte das Gefühl, von da an war MTV für mich jedenfalls nicht mehr so spannend, ne? Weil dann anstatt eine Alternative, ein bisschen was anderes, ein bisschen was Frischeres, immer noch Frisches zu bieten, eben mit dem englischen Ansatz und dem britischen Ansatz und auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel gut Englisch gelernt habe. Ne? Ich hätte, glaube ich, ohne MTV eben keine TV-Sendung als Redaktionsleiter in Englisch produzieren können über mehrere Jahre, weil es einfach, ich habe so viel Englisch um mich drumherum gehabt, das lernst du irgendwann mal, ne? Durch Late-Night-TV und durch Musikfernsehen. Das kriegst du einfach irgendwann drauf geschafft. Das war nicht mehr vorhanden, dieses Besondere und Viva hat so gut eben die deutsche Schiene dort bedient und MTV hat sich dann angefühlt als so ein Hinterherläufer, dass es nie wirklich dann einhergegangen ist. Ne? Und man muss sagen, so mit der, ja, wir waren jetzt in den 90ern angekommen, dann ging es natürlich immer und immer weiter. In den 90ern, ich habe es am Anfang angesprochen, der Aufwand des Musikvideos und ist kongruent höher geworden mit der Wichtigkeit der Musiksender. Ja, so ich würde sagen, so Mitte bis Ende der 90er war der Höhepunkt der Musiksender richtig klar. Die hatten schon vorher richtig Erfolg, speziell im Amiland seit den 80ern und so weiter. Aber wenn du dir anguckst, was da wirklich an enormem Budget in Musikvideos reingeflossen ist und speziell durch den Hip-Hop-Bereich, wo einfach dann super teuer aussehende Videos gemacht wurden mit Regisseuren, die dann später Filme gedreht haben, Spike Jonze, ne? David Fincher, glaube ich, hat auch etliche Musikvideos und Werbeclips gemacht, bevor der dann weitergegangen ist. Hype Williams, beispielsweise auch ein großer Musikvideoregisseur. Da wurden die Musikvideos, da sie dann hoch und runter gespielt wurden auf MTV und Viva, die waren quasi wie Werbung dort gedacht. Ne? Und wer das coolste, wer das geilste Musikvideo gehabt hat, der hat quasi auch mehr Erd bekommen und weil das beliebter, populärer war und da haben sich Songs teilweise, die auch eben, wenn du sie nur im Radio hörst, vielleicht nicht so nur gezogen hätten, waren auf einmal in aller Munde, ne, und hat automatisch auch mehr Verkaufszahlen bedeutet. Ja, und wer ein geiles Video mit dazu gepackt hat und ey, klar, Hip-Hop-Sachen ist eben nicht ganz mein Bier, aber man kann echt nicht abstreiten, was es für teilweise echt ultra krasse und aufwendige Hip-Hop-Videos dann gegeben hat. Selbst so eine
Nulpe wie Ja Rule, ne? Dass der sich Patrick Swayze, Patrick Swayze dazu holt und ein Crime-Drama als Musikvideo um sich drum herum dreht. Das war echt wirklich, ne? Das sind Sachen, solche Ausmaße kannte man früher höchstens von Michael Jackson, der kleine Kurzfilme als Musikvideos gemacht hat mit Smooth Criminal und Thriller und so weiter, ne? Das waren so die Ausnahmen am Anfang, aber dann Mitte der 90er ist es richtig explodiert, dass richtig aufwendige Videos gelaufen sind und teilweise das war auch die Unterhaltung im Freundeskreis. Und so, hey, hast du dieses Video gesehen? Ey, das ist voll krass. Ne? Der Song selber ist zwar okay, aber das Video ist geil. Und natürlich auch die Songs auch natürlich cool, aber das war eben ein Faktor, der ist richtig dazugekommen. Die Wichtigkeit war enorm groß, dass du als Künstler ein geiles Video hast, was du auf MTV und Viva platzieren kannst. Und dann hat es sich auch in die Verkaufszahlen der CD-Singles dann wieder umgelegt. Ne? Und es schien viele Jahre dann weiterzugehen. Ich habe sehr viele Jahre, selbst wenn ich nicht mehr dann MTV und Viva direkt den ganzen Tag ablaufen lassen, weil dann andere Hobbys, andere Interessen, größer auf anderes heißt und so weiter dann dazugekommen sind, wo man nicht mehr die Zeit dann einfach dafür hat. Trotzdem immer noch, es hat sich wohl eingestellt, ich habe lange Jahre jedes mich sehr über die Charts dann informiert, wie die deutschen Charts dann gelaufen sind. Und geguckt, oh, der Song ist auf Platz 1 geschrieben. Oh, der ist ganz noch reingekommen, aber die Albumcharts sehen komplett anders aus. Oh, wie aufwendig Viva, Seite 150, schnell gucken. Oh Mann, in den USA sind die Charts ja komplett anders oder sowas. Ne? Das ist so, das Interesse ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Ich habe keinerlei Ahnung, was in Deutschland in den Charts ist und mich interessiert es auch nicht die Bohne. Aber damals ist das Interesse eben richtig hoch geworden, weil man durch MTV und Viva, durch das Musikfernsehen eben so reingezogen wurde in diese ganze Welt. Ne? Und klar, wie gesagt, die Musikindustrie hatte durch die beiden Sender einfach ein Fenster, womit die präsentieren, werben, zeigen können und da wurden Stars gemacht und da hat man sie als Konsument auch entdeckt und konsumiert. Es ist ein bisschen dieses familiäre weggegangen, was so das Gefühl, dieses handgemachte familiäre zum Anfang, wo du noch das Gefühl hattest eben, okay, da sind einfach ein paar Leute und machen mal, ne? Machen mal, tun mal. Es war ab dahin vielleicht ein wenig glatter gebügelt und Seiten speziell was so die VJs und so weiter dort angeht, die wussten mittlerweile, was sie anstellen, das waren Profis, das war nicht so an so mit Kanten und Ecken und so weiter, was da alles nochmal ein bisschen sympathischer und greifbarer gemacht hat, sondern es hat sich mit der Zeit ein bisschen so wie ein Kunstprodukt angehört. Ich hatte natürlich gegen Mitte und Ende der 90er so ziemlich meinen Musikgeschmack formiert und das, was ich damals gehört hatte, höre ich heutzutage immer noch gerne. Ne? Also die ganzen Bryan Adamses und Roxettes und Bon Jovis, das hat sich bei mir gehalten, dass ich nicht wegschalte, wenn ich das heutzutage höre und teilweise aktiv eben immer noch dann machen kann oder Sachen, da ich auch mittlerweile selber Musik mache seit langer, langer Zeit, seit Mitte der 90er eben, wo ich meine erste Gitarre dann dort hatte als Amateur, einfach damit drin behaftet bin. Aber so, dadurch, dass es alles ein bisschen so glatter gebügelt war und alles ein bisschen so in diese fast schon Werbeschiene dann hingegangen ist, habe ich ein bisschen so den Zugang dort verloren. Und ich bin anscheinend nicht der Einzige dann eben dort gewesen, weil einfach dein Hörverhalten hat sich dort geändert, speziell da um den Jahrtausendwechsel und später das Internet immer weiter populär geworden ist. Mein erster Kontakt mit dem Internet war 97. Vorher hatte ich eben keinerlei Ahnung, dass es gibt überhaupt ein Internet, keine Ahnung, wie das funktioniert, wie das geht und so weiter. Aber heutzutage lässt sich Musikkonsum und Internet nicht sozusagen auseinandernehmen, weil das, was du früher bei den Musiksendern konsumiert hast, ne, wo dir ein Programm vorgefertigt wurde, wo dir Hardcore-Videoclips dann gemacht wurden, so, wo viel Geld dafür ausgegeben wurde, das hat eben mit der Dauer nicht funktioniert. Dadurch, dass das Musikhören durch das Aufkommen des Internets, erst durch die ganzen illegalen Downloads, die gelaufen sind mit Napster und so weiter, aber jetzt durch das Modell mit iTunes und Verkäufe übers Internet und von der CD weg auf digitale Musikarchive und MP3-Player mit Tausenden von Titeln, die drauf passen und iPods und allem drum und dran. Dadurch, dass das Musikverhalten weggegangen ist von diesen CD-Releases, die es natürlich immer noch gibt, wo das immer noch so funktioniert, aber wenn du Musik schon im Internet dann hörst und konsumierst, ist irgendwie die Diskrepanz da, du bist nicht mehr an den Fernseher gebunden, um das zu machen. Ne? Radio will ich eh davon dort rausnehmen, Radio ist eher mehr so eine Sache, die man, also für mich gefühlt zumindest, also nichts gegen die ganzen Leute, die Radio immer noch für das Beste aller Zeiten halten. Das, was ich hier mache, ist ja auch effektiv eine Radiosendung, wäre eine Radiosendung früher gewesen, nur dass ich sie jetzt auch übers Internet ausstrahle. Eben, aber das ist eher das, was irgendwie so in einem Großraumbüro dann läuft, wo sich die meisten Leute darauf einigen, wo 17 Mal am Tag der gleiche Song und so weiter läuft und Hauptsache wenig offensiv ist, aber so richtig Musik bilden und Musikgeschmack zeigen, für mich ist das nicht. Oder im Autoradio anmachen, wenn die CD schon zum 10. Mal durchgehört ist oder die gerade ein bisschen springt oder der MP3-Player nicht richtig funktioniert am Autoradio, dann wird Radio angemacht, aber
ich höre das wirklich dann nicht mehr aktiv. Dadurch, dass Musik eben aber nicht eben, oder ich zumindest es dann nicht mehr im TV konsumiert habe, sondern auch im Internet konsumiert habe, wo ich meine Alben gerippt habe auf meine Festplatte und dann habe ich eben den was war es denn früher? Nee, wie ist das nochmal? Heute benutze ich ja iTunes, aber Winamp, ne? Also als Musikplayer, als Programm haben mir viele als erstes der erste MP3-Player, wo ich dann einfach wirklich auf meine Festplatte alle meine Alben irgendwann mal gerippt habe und eine Playlist in Winamp hatte und jeden Song, auf den ich Bock hatte, sofort einschalten konnte. Ne? Geil, ich habe jetzt Bock auf Princess of the Universe von Queen. Nicht ins Regal gucken, CD rausholen, hinspulen und so weiter und dann hinsetzen und hören, sondern Doppelklick, fertig, da ist es. Ne? Tippen vielleicht nochmal, um es kurz zu finden, aber so ist es dann passiert, so ist auch das Konsumieren dann dort gegangen. Ne? Und alleine durch die Tatsache, dass du über den Computer so viel schneller an die Sachen dort rangekommen bist und vielleicht mal nicht warten musst, bis der Song wieder im Fernsehen läuft. Manchmal hat es ja auch nicht aufgenommen und dann, ach, es wäre toll, wenn dieser Song mal wieder läuft. Ach, ich warte, ich lasse MTV mal jetzt mal eine Stunde laufen, vielleicht läuft der coole Song, auf den ich Bock dort habe. Nein, im besten Fall hast du den irgendwann mal gekauft oder von Freunden bekommen oder sonst was und nicht mehr auf Audiokassette draufgetan, sondern hast ihn auf deiner Festplatte gehabt und kannst ihn dann dementsprechend sofort hören. Ne? Und dadurch, dass eben nicht nur das Musik konsumieren und verkaufen und kaufen und so weiter ins Internet gekommen ist und von den ganzen illegalen Downloads gar nicht zu schweigen, wo man dann eben mit den zwei, drei Mausklicks sofort an komplett neue Alben rankommen kann, selbst wenn man nicht dann eben den legalen Weg dann dort geht, hat sich das natürlich wie ein Lauffeuer dort verbreitet, aber auch ganz speziell YouTube und solche Video-Streaming-Dienste, wo Musik und Musikvideos da direkt laufen können auf den Webseiten auf den Webseiten der Künstler selber. Deutschland ist natürlich ein bisschen noch was anderes durch diese ganze GEMA-Scheiße, die dazu kommt, aber in den USA speziell wenn und in den anderen Ländern außer Deutschland verdienen die Künstler von jedem angeklickten Video und eingeblendeter Werbung verdienen die Geld dort damit. Viel direkter, als sie es jetzt mit einer Ausstrahlung und Platzierung bei MTV und Viva und den anderen Sendern dann letzten Endes dort geschafft hätten. Ne? Und einfach das Konsumieren, das Präsentieren und Geld verdienen und so weiter ist bei YouTube hingegangen. Wenn ich, bei mir sieht es heutzutage genauso aus. Wenn ich Interesse auf irgendeinen Song habe, YouTube, wie gesagt, durch die GEMA ein bisschen schwer oder einen anderen Videodienst dort. Ich tippe den bei Google ein und dann, oh, ein Video, lass mal laufen und lass mich da mal hören. Manchmal sogar auch, hey, ich habe Bock auf diesen Song. Ich weiß, der ist bei mir auf dem Laptop drauf gerade. Ich könnte ihn dort holen. Aber nein, ist viel schneller, als wenn ich bei YouTube dann kurz eintippe und der Song ist da und ich konsumiere ihn darüber. Ne? Und alleine durch die Tatsache, dass das Konsumieren und Kaufen dahingegangen ist, der Aufwand, der in den 90ern, 80ern in den Videos dann reingegangen ist, das war eben. Das hat dich nicht mehr wirklich so richtig interessiert und abgeholt. Es gibt immer noch coole und sehr aufwendige Videos, die Aufmerksamkeit dann erregen. Nimm mal sowas wie die ganzen Lady Gaga-Sachen, die dazu gucken. Selbst ich, der dann jetzt nicht der große Lady Gaga-Musikfan oder sowas dort ist, da nehme ich doch lieber das Original Madonna. Die ist immer noch besser, mit den alten Sachen zumindest. Ach, Madonna, das war schön damals. Nee, die Lady Gaga packt natürlich auch Riesenaufwand in ihre Videos, aber ihre Videos habe ich auf YouTube gesehen, ne? Und nicht auf MTV oder Viva oder anderen Musiksendern, die dann dort gelaufen sind. Ne? Die Musiksender, man hat es eben sehr stark gemerkt gegen Ende der Neu Anfang der 2000er und so weiter, wo dann eben das Internet stärker geworden ist, die Musikindustrie Angst bekommen hat, ne, dass, oh Gott, jetzt laden alle unsere Songs runter und so weiter. Wir haben eh nicht mehr viel Geld, wir geben nicht mehr viel Geld für Musikvideos aus, weil wir müssen sparen hier und da und so weiter. Sind nicht mehr so coole Videos dann dort gelaufen, nur in vereinzelter Form. Und auf einmal waren MTV und Viva vollgepackt mit Klingeltonwerbung, weil es so irgendwie der einzige Weg war, für die noch richtig Geld zu verdienen. Sehr, sehr ultra penetrant vor allem, ne? Wie oft ich dieses verdammte tanzende lila Rhinoceros oder der lila Hippo oder was auch immer da ist, zwischendurch gesehen habe. Immer mit dem gleichen Jingle, immer mit der gleichen Nummer. Rufe an, sende SMS an 334, um das tanzende Hippo runterzuladen dort. Ne? Und das schreckt einen total ab, einfach mal MTV oder Viva laufen zu lassen den ganzen Tag dort. Ne? Werbung ist immer gelaufen, aber diese fucking Penetranz, nee. Lass in Ruhe, mir ist es scheißegal. Ich setze mich lieber an den Computer und lasse dort meine eigene Playlist laufen, anstatt dass ich diese Grundberauschung durch MTV und Viva dann einfach über mich dort ergießen lasse. Ne?
Und so wie sich das Konsumverhalten und das Hörverhalten eben dort gewandelt hat, ich hatte vor einiger Zeit mal am Rande mitbekommen, was so die Einschaltquoten dort bedeutet. Wenn man sich Game One beispielsweise dann dort hereinnimmt, wir haben so durchschnittlich bei Neuausstrahlung pro Ausstrahlung so an die 100.000 Zuschauer, 150, irgendwie so um den Dreh drumherum. Das ist für MTV, soweit ich weiß, ein sehr guter Schnitt, was da so die Zuschauerzahl dort bedeutet, weil wenn es eine Sendung ist, dann dementsprechend gut läuft, sind auch viele Leute, die dann dort dranbleiben. Wenn Musik heutzutage ausgestrahlt wird auf MTV oder Viva, gehen die Einschaltquoten runden in den Keller, teilweise in den vierstelligen Bereich oder sowas. Ne? Stell dir vor, du hast eine Sendung gehabt, die vorher 150.000 Zuschauer hatte und jetzt zeigen die 5 Videoclips hintereinander und von diesen 150.000 bleiben 6.000 oder 5.000 übrig und schauen sich die Musik an. Und dann kommen wieder einige dazu, wenn dann hier die nächste Reality-Show oder sowas läuft. Ne? Und genau das ist der Grund, warum MTV heutzutage und Viva auch nicht mehr so viel, extrem viel Musik ausstrahlen. Ich glaube, Viva ein bisschen mehr, aber ich habe es wirklich nicht im Blick, was da läuft. Ich habe Viva, schalte ich eben nur ein, wenn wir laufen und ich ab und zu mal dort reinschaue, weil es mich dann dort interessiert. Aber ich bin eben kein so riesiger Reality-Show-Fan, dass ich mir die ganzen Jersey Shores und Real Worlds und Partybrüder und was auch immer dann nur reife. Obwohl ich habe Partybrüder, glaube ich, mal eine Folge gesehen, die war sehr abstrakt lustig teilweise. Aber das kann man sich auch nicht mehr als einmal da geben, ich zumindest auch nicht. Aber genau das ist eben der Grund, dadurch, dass die Art, wie man Musik konsumiert und die Wichtigkeit von Musikvideos und wie das gemacht und platziert wird, keiner schaltet mehr MTV ein, um Musik zu hören. Das ist natürlich sehr, sehr schade und es schmerzt fast schon für jemanden, der groß geworden ist wie ich mit Musikfernsehen, der dadurch sich gereift hat, der dadurch seinen Musikgeschmack dann formiert hat, ist es sehr, sehr schade, aber ey, selbst wenn die Leute wie ich das über YouTube, übers Internet, über Playlists, über iTunes konsumieren und nicht mehr MTV und Viva einschalten, um die Musik dann sich anzuhören und anzuschauen, dann ich als Sendeverantwortlicher würde auch so viel Musik oder so wenig Musik wie möglich dann dorthin tun. Ich weiß nicht, ich glaube MTV nennt sich auch gar nicht mehr Music Television, sondern einfach nur noch MTV, die Abkürzung, wie die WWE auch nicht mehr World Wrestling Entertainment heißt, sondern einfach nur WWE als Markenname. Na, und man sieht solche Sachen wie I Love New York und wie ist das nochmal mit Fufi Fufi und Brigitte Nielsen. Wie ist denn das nochmal mit der verschrumpelten Pflaume dann dort? Mit Flavor Flav. Flavor of Love, ne? Das war ein Ding, was sie in Amiland gesehen haben. Fucking hell, diese Reality-Shows laufen ja vergleichsweise super, verglichen mit den Musikvideos, die wir hier dann bekommen. Und teilweise sind die für ein Apfel und ein Ei zu produzieren, wenn wir wissen, wie wir das richtig machen. Heutzutage siehst du so eine Unmenge an Reality-Shows, die einfach wesentlich mehr Sachen ziehen. Und speziell auch bei uns beispielsweise Game One. Ne? Dadurch, dass wir auf MTV gelaufen sind und groß geworden sind, mittlerweile laufen wir natürlich dort auch, aber MTV ist ja ins Pay-TV abgewandert und auf Viva dann hauptsächlich hier im Free-TV dann dort zu sehen. Aber MTV hat noch diesen gewissen coolen Charme, diesen Faktor dort gehabt, wo ich, also ich hätte mir nie träumen lassen, dass das, wo ich jahrelang geguckt habe, dass ich da mal dort mitarbeiten werde und irgendwas dann dort dann produzieren werde, was so, dass ich fucking hell auf MTV zu sehen bin, verdammt nochmal, ja, wo die ganzen Stars und Ray Cokes dann dort gelaufen sind. Aber wir bringen mehr Zuschauer an MTV ran, als das neue Video von Lady Gaga eben. Ne? Und ich glaube, Lady Gaga hat im Vergleich wahrscheinlich ein tausendfaches Budget für eins ihrer Videos, was wir für wahrscheinlich für eine ganze Staffel oder sowas insgesamt bekommen. Keine Ahnung, wie viel Geld. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld sie bekommt oder wie viel wir dann insgesamt bekommen, weil ich bin ja nicht in der Buchhaltung. Aber ich glaube, die Diskrepanz ist relativ hoch. Und da als Sendungsverantwortlicher würde ich mir auch sagen, nee, das machen wir so, weil es dort jetzt ist. Weil als Sender wirst du natürlich auch immer noch dort überleben. Ne? Und mit dem Abschwung der Sender dort, man sieht eben MTV, wenn es weiterhin insgesamt auf diesem Erfolgslevel gelaufen wäre, dass alle Sendungen es sozusagen tragen und dass es sich nicht beißt mit dem Programm bei Viva. Früher, ich hatte es ja am Anfang erwähnt, MTV und Viva waren ja getrennte Firmen sozusagen, aber dann Viacom, glaube ich, dann auch Viva aufgekauft irgendwann mal, als es dann günstig dann sozusagen zu haben war und eine Sendefamilie draus gemacht mit wie ist es? MTV, also das hat sich natürlich mittlerweile wahrscheinlich gewandelt, dadurch, dass MTV im Pay-TV gelandet ist, aber man hatte so eine klare Hierarchie zwischen MTV, Viva und Comedy Central als drei große Sender, die dann jeweils andere
Zuschauerschichten bedienen sollen. Ja, MTV war ein bisschen so der coole männliche Sender. Viva hat sich ein bisschen mehr an Frauen gerichtet und Comedy Central war so für beide gemischt, wo man so ein bisschen lachen kann. Ja, eben, und das beim Sender der Comedy Central heißt, ein bisschen lachen soll natürlich drin sein, aber die hatten eine unterschiedliche Ausrichtung, was es angeht. Jetzt natürlich wahrscheinlich, weil Viva im Free TV als einziger richtig großer Sender übrig ist. Na, und alles andere von MTV2 gab es ja auch mal, VH1, ne, als Musik für ältere Leute damals. Das gibt's alles wirklich nicht mehr im normalen Free TV und wenn, überlebt es nur noch in der Nische. Ne? Und wenn jemand euch noch dann irgendwann mal fragt, warum auf MTV oder Viva keine Musik mehr läuft und alles scheiße geworden ist, es liegt an euch. Es liegt an euch, es liegt an mir, es liegt an uns allen, wie wir uns gewandelt haben, Musik zu konsumieren und wie es allgemein musikalisch in der Welt dort drumherum geht. Wenn ich heutzutage mal Musik wieder im Fernsehen dort erlange und ich bin auch, also das Interesse an Chartmusik ist komplett verflogen bei mir. Ich habe auch wirklich keinerlei Bindung hier und da. Teilweise, wenn ich neue Künstler entdecke, ist es eben über andere Sachen, dass ich mich durch irgendein Video bei YouTube geklickt habe oder du magst das Video, du magst dieses Musikstück, warum klickst du dir das nicht mal an und oh, das gefällt mir auch. Oh hey, ich habe dieses Album mir vor langer Zeit mal geholt, gar nicht reingehört, aber auf einmal merke ich, dass ich Kelly Clarkson ganz, ganz toll finde. Ne? Und sowas, man entdeckt das eben anders, als man es früher dann dort übers Fernsehen entdeckt hat. Ich höre vielleicht irgendjemand, den ich bei Twitter verfolge, twittert ein Ding zu einem Song, wo ich sage, ey, ist das geil. Ja, vielleicht sehe ich in irgendeiner TV-Sendung einen Song, der benutzt wird und man hat ja dann Tools, womit man dann rausfinden kann mittlerweile, wer es ist und ich muss nicht über Jahre lang raten, welcher Künstler welchen Song dann dort gemacht hat. Ich glaube, ich habe 4 Jahre lang gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass Heaven von Bryan Adams ist. Na, 4 Jahre lang. 4 Jahre lang mit immer, scheiße, ich habe den gerade im Radio gehört, aber der Radiomoderator hat nicht den Songnamen genannt und nicht welcher Künstler ist es. Das wird heutzutage nicht mehr passieren. Ich informiere mich anders und ich bekomme viel mehr neue Musik mit, die ich gerne hören würde und erweitere meinen Song- und Musikkreis, wo ich mich eben anders, auf anderen Wegen dort bedeute. Und Musikfernsehen hat eben keine Bedeutung als Musikfernsehen mehr, sondern es ist ein weiterer Fernsehsender, für das ich natürlich dankbar bin. Jetzt bin ich eben kein MTV-Gesicht, sondern ein Viva-Gesicht in ganz, ganz kleinem Minimaße, wenn ich dann dort dementsprechend auftauche. Aber mit dem Musikfernsehen, was meine Jugend bestimmt hat, hat das eben nicht mehr viel zu tun. Fucking hell, ich wollte, dass dieser Gedankensprung 15 Minuten dauert. Es ist wahrscheinlich eher in die 50 gegangen, mal checken. Aber natürlich. Ich hoffe, ihr habt was gelernt aus diesen Ausführungen eines wirren alten Mannes, der über die gute alte Musikfernsehzeit von damals fabuliert und schwadroniert, aber ich denke mal, es war ein bisschen eher so katharsisch für mich, mir das einmal von der Seele zu reden, einfach mal das aus der Brust rauszubekommen, was ich darüber sagen wollte und ich glaube, ich brauche mich zum Thema Musikfernsehen und warum auf Viva und MTV keine Musikvideos mehr laufen, nicht weiter dazu äußern. Ihr könnt ja gerne in den Comments reinschreiben, ob Musikfernsehen so eine Bewandtnis für euch gehabt hat wie für mich, weil ich glaube, wer nicht eben in den 70er oder 80ern geboren ist, der ähnlich wie bei dem Videospiel, ne? Für mich der Aufstieg, die Popularität des Musikfernsehens ist einhergegangen mit so, dass ich größer werde und wo ich am empfänglichsten gewesen bin. Für jemanden, der vielleicht 10 Jahre später geworden ist, der eher den Abschwung des Musikfernsehens mitbekommen hat, wäre sehr interessant für mich zu hören, mal wie ihr das erlebt habt und ob ihr heutzutage noch MTV und Viva wegen der Musik dann schaut, ob ihr wirklich traurig darüber seid, dass eben so wenig Musik auf Viva oder MTV läuft oder ob das überhaupt keinerlei Faktor ist in eurer musikalischen Bildung und Unterhaltung. Würde mich sehr, sehr interessieren. Ich hoffe auf zahlreiches Feedback. Ich war der Gregor, das war der Gedankensprung für heute. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.